gonna take on the world. Lassen Sie es einfach. Zuerst einmal müssen wir eine klare Botschaft an die Ungeimpften senden. Ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben. Das hat der saarländische noch Ministerpräsident Hans vor gar nicht langer Zeit zum Jahreswechsel gesagt. Heute wurde er abgestraft von den Wählern mit einer schallenden Ohrfeige, das schlechteste Ergebnis, das die CDU im Saarland jemals hatte. Und Hans steht für einen Politiker-Typ, wie er in meinen Augen leider sehr typisch geworden ist. Zum einen stramm auf Parteilinie, ganz stramm dem Zeitgeist hinterher hechelnd mit zwanghaften Gendern, das ausgerechnet bei der CDU, die dafür ja nicht steht, ganz vorbildlich bei allem mit dem Klimadamm kurz vor den Wahlen wieder umgesprungen und gegen hohe Benzinpreise gewettert, bei Corona auch mal hü, mal hot, eigentlich immer ganz streng, als er dann glaubte, der Zeitgeist, der fordere Lockerungen, da ging er in diese Richtung, dann wieder zurück, als es um die Diskriminierung von Ungeimpften ging. Er ist ein Politiker des neuen Types, wie man das sagen könnte, wo man den Eindruck hat, die sind immer da, wo sie den größten Vorteil für sich und in Sachen Wählerstimmen wittern. Und die Wähler haben dafür aber offenbar ein feines Verständnis und sie haben die SPD-Kandidatin Rehlinger gewählt, die bodenständig ist von ihrer Art und Weise her, die genau das Gegenteil symbolisiert von Hans, die auch sagte im Wahlkampf, echt sei sie. Und da haben die Wähler sofort verstanden, was gemeint ist, weil bei Hans ist es ja so, dass er wie die Baerbock auch beim Lebenslauf ein bisschen, ja, wie soll man das vornehm ausdrücken, ein bisschen frisiert hat und er hat nicht mal einen Studienabschluss, das war dann da aber nicht zu entnehmen. Er ist Sohn eines anderen hochrangigen CDU-Politikers und von daher würde ich sagen, dass dieses Ergebnis bundespolitisch gar nicht die große Bedeutung hat, weil es eben einfach sehr regional ist, wo es wirklich eine bundespolitische Bedeutung hat, dass es zeigt, dass dieser Politikertyp, und da steht auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident dafür und vor allem der Günther in Sachsen-Anhalt, hätte ich schon fast gesagt, aber es ist natürlich Schleswig-Holstein, dass die Leute diesen Politikertyp jetzt hier doch nicht mehr so mögen. Es ist eine Ohrfeige eigentlich für die Merkel-CDU, weil Hans steht ja genau für diesen Merkel-Kurs, für dieses Verwaschene, für dieses Hinterherhecheln hinter dem rot-grün-rosa Zeitgeist. Was hat das Ergebnis sonst noch für eine Bedeutung? Ja, vor einem Jahr hat man darüber gesprochen, die SPD sei tot. Sie hatte dann das große Glück, dass Laschet den CDU-Wahlkampf völlig verhunzt hat. Und so ist sie wieder auferstanden von den politisch Toten. Ob das nachhaltig sein wird, diese Wiederauferstehung, da habe ich meine große Zweifel. Denn, wie gesagt, es ist ein regionales Phänomen, was wir hier erlebt haben. Das Saarland ist sehr klein, das kleinste Flächenland der Bundesrepublik. Und eigentlich von der Bedeutung her ist das Ganze eher so etwas wie eine Regionalwahl, was man auch gesehen hat jetzt bei den Ampelparteien. FDP und Grüne schlecht abgeschnitten. Bei den Grünen sind das auch örtliche Querelen, die sind dort völlig zerstritten. Aber für die FDP ein Warnzeichen, dass die Wähler das nicht gutieren, dass man hier so unter die Knute von Rot-Grün geraten ist, sich derart anpasst. Ja, was sonst noch für Schlussfolgerungen aus dieser Wahl? Die Corona-Politik scheint kein großes Thema für die Wähler zu sein. Man scheint sich damit abgefunden zu haben oder man scheint das sogar gut zu finden, dass man so viele Rechte aufgeben muss bzw. genommen bekommt. Und es ist ein Weiter-so trotz allem für diese Politik, die wir hier erleben. Offenbar ist die Krise, ich sage es jetzt ganz böse, noch nicht stark genug, als dass man sich mal ein bisschen Gedanken machen
würde. Das war's für heute. Hier noch eine Frage noch. Das darf ich ja jetzt nicht mehr. Da hätte ich viele Fragen morgen wieder in der Bundespressekonferenz. Da werden ja auch diese Wahlen analysiert. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum man mich aus fadenscheinigem Anlass absurderweise hier ausgeschlossen hat wegen des Wohnsitzes. Der Wohnsitz geht niemand etwas an, wo jemand privat seinen Wohnsitz hat. Ich gehe jetzt gerichtlich dagegen vor, weil ich wieder eure Fragen stellen will. Und das ist wichtig. Und das sind Millionen Menschen und die müssen in der Bundespressekonferenz auch vertreten sein. Die auszuschließen ist ein Skandal, das ist Zensur, das ist ein Hohn auf das Grundrecht auf Pressefreiheit und Meinungsfreiheit in meinen Augen. Machen Sie mit, helfen Sie, unterstützen Sie für diese Klage, für die gerichtlichen Schritte, dass ich wieder Fragen stellen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute, bleiben Sie dabei, abonnieren Sie. Danke, ciao. Wir sehen uns auch. Hi,